Der Medienkompass war die letzte grosse Konferenz für den Ulzicht-Kanal vier um Lockdown am März in Aviva. Der Medienkompass soll an erster Linie dazu dienen, Akteuren am Bereich von der Medienkompetenz hier im Land eine Struktur zu bieten. Wir haben mit den Organisatoren geschwärt und an einem den Edukationsminister Claude Meusch gefragt, wo wir dann an Sachen Medienkompetenz hier im Land drin sehen. Die Gäse-Knäpsche war bis auf die letzte Platz gefällt. Ganz viele Enseignants waren nun der Vorstellung vom Medienkompass zu Lützeburg interessiert. Der Medienkompass ist nicht ganz neu, und es geht schon als europäisches Projekt für Medienerziehung und Medienpädagogik an den Schulen zu proposieren. Daniela Hau, responsable vom Medienkompass, hat uns erklärt, wie weit das an Orlo zu Lützeburg so wichtig ist. Ich denke, ich und auch unser ganzes Team war der Meinung, dass es schon unheimlich viele Initiativen von einzelnen Lehrern, einzelnen Schulen, einzelne Projekte gab, schon ganz viele und auch schon seit vielen Jahren. Aber irgendwo fehlte immer so die Struktur oder auch irgendwie die Gemeinsamkeit, eine Verbindung, woran orientiere ich mich, bin ich gut, mache ich schon viel, mache ich zu wenig. Und da haben wir eigentlich vor 3 Jahren gesagt, hier braucht es wirklich ein Konzept, dass jeder sich im Prinzip darin wohlfühlen kann und auch orientieren kann, nochmal sieht, was vielleicht noch zur Medienkompetenz dazu gehört. Und dafür ist eigentlich der Medienkompass da, um eben so ein bisschen diesen Hut zu bilden und ein Konzept dahinter zu legen. Das ist schon wie gesagt ein europäisches Projekt, das für das Lützeburger Schulsystem mit nur gepasst gehen. Der Raul Petit erklärt. Vielleicht kann ich vorausschicken, dass die Medienbildung als eine von 8 Schlüsselkompetenzen von der Europäischen Union definiert wird und dadurch eben auch immens Gewicht kriegt, ne, für eben also Schulen durchzuführen. Wir haben aber auch gepasst, weil muss ich sagen, dass wir eine digital Referenzrahmen, den europäischen Referenzrahmen. Das war die Bewischung aufgrund von Direktmeldungen von den Senioren, dass wir auch das analog mit Arbeit sehen. Und das war eben den Hauptüllers auch, wie wir den eben adaptiert tun. Und die Situation zu Lützeburg ist schon ein ganz spezifisch. Wir sind ein ganz kleines Land. Wir haben alles Bildungsfersen und wir wollten eben darauf auch darauf speziellen. Schütt für immer denken wir Heimlogin, der Login für Enseignern, kann sich anloggen an ihre Lehrmodelle heischluden und delen, respektive sich die anderen Beispiele angucken, für damit zu schaffen. Also zunächst mal haben wir natürlich mit unseren Beispielen angefangen, mussten ja auch erstmal schauen, die Struktur zu erarbeiten. Ja, wir wollten es unbedingt kurz und bündig haben, wirklich als Unterrichtsidee, nicht als Patentrezept für den kompletten Unterricht. Und haben mit unseren Ideen angefangen, haben mit die Struktur somit dann aufgebaut und haben in den Gesprächen, die wir eben auch rund um den Ditchcomp und den Medienkompass geführt haben, auch Kontakte geknüpft zu, wie gesagt, ungefähr 30 Lehrern, wo wir auch gesagt haben, Mensch, du hast doch auch schon viel gemacht, willst du uns nicht da mal deine Unterlagen zukommen lassen? Und haben dann auch Feedback bekommen und haben das dann einfach in diese Form gebracht und sind mittlerweile so weit, dass, wie gesagt, auf der Homepage heute per IAM der Login möglich ist, man die Struktur vorgegeben kriegt und wir dann einfach oder jeder Lehrer kann dann dort im Prinzip seine Unterrichtsidee hochladen. Die werden dann erstmal von uns nochmal gesichtet, vielleicht angepasst, vielleicht ist eines zu lang und dann werden die von uns auch freigeschaltet und hochgeladen, sodass wirklich ein partizipativer Prozess entstehen soll, dass jeder, der möchte, seine Erfahrungen auch teilnehmen kann. Das hat nicht so viel Tradition, es ist immer schwierig, aber wir wollen trotzdem nicht aufgeben und nochmal mit der Internetseite und der Login-Möglichkeit einen neuen Anlauf starten. Es gibt so gut Möglichkeit für die Schüler hier Ideen oder Proposen mit an dem Modell aufleisen zu lassen. All einzelne Enseigner hat die Möglichkeit, die Schüler mit an den Prozess heranzuholen. Und ich denke, das ist etwas, was an der Schulentwicklung auch Veränderungen wert mitzuspringen. Das ist von den Enseigner natürlich so, okay, du siehst super Ideen, wo die Schüler mit an den Kurs heranbringen. Und die will das auf irgendeine Form dokumentieren und auf den Site herablösen, das ist natürlich möglich. Das ist den direkten Weg von uns, beide Schüler, also im Moment nicht gedurcht, aber über den anderen Weg kann und soll das natürlich ganz gerne stattfinden. Ja. Der Medienkompass soll also die Grundlage sein für eine erfolgreiche Medienbildung an den Schulen. Auf edumedia.lu finden wir alle Fach- oder Enseigner kann zur Förderung oder Verdeivung von der Medienerziehung beitragen. Hier fanden sowohl Schüler wie auch Pädagogen theoretische und praktische Modelle für damit zu schaffen. Es wird probiert, Medien nicht nur zu enseignieren, mehr auch wie ihn sich kann kreativ oder kritisch damit auseinandersetzen. Rausgekommen ist erstens Achtsamkeit, zweitens Neugier, drittens Mut, viertens Resilienz. Dass Medienbildung ja aber schon lange ein Thema an der Schule ist, als ihr gewusst. Den Edukationsminister Claude Meusch hat noch einmal betont, was Vorteile von der digitalen Entwicklung an der Medienbildung sind. Ja, ein Land probiert natürlich adaptiert auf seine eigene spezifische Situation, Medienbildung ja, zum Teil neu zu erfahren. Medienbildung war immer ein Schwerpunktthema an den Schulen, auch unter den Schulen. Die Jungs sollten verstehen, wie Medien funktionieren. Die Jungs sollten Medien auch kritisch können. Die Jungs sollten aber auch
Medien produzieren und auch Inhalt können nicht nur analysieren, sondern auch können selber gestalten. Und da tut natürlich eine ganz neue Dynamik mit den neuen Medien, mit den digitalen Medien, weil da die Accessibilität dann ganz anders als Verbreitung viel mehr schnell gehen als auch Schülerin eigentlich ja, den eigenen Medienproduzent auch gehen als auch Kontinuen weltweit kann online setzen. Und natürlich dadurch hat Gefahr von Abüren, dadurch vielleicht Falschkontinuen, dass Fake News auch mal online sind, dass das auch eine Realität gehen. Also dafür ist eigentlich Medienbildung haut nach ein Jahr mehr wichtig. Und wir haben hier Kader geschaffen, den Medienkompass, wie Schulen, wie auch andere Akteure können Medienbildung ganz flott integrieren, transversal integrieren, bei bestehenden Fächern können wir dabei holen und auch mal Fächerkombinationen machen, für andere Medienbildung ganz flott Projekte zu machen. Der Medienkompass ist aber nicht selbst am Enseignement Secondaire, wie das der Fall am Fundamental ist. Hier gibt es besonders Unterschiede für die Hochschulklassen. Ja, also im Prinzip arbeiten wir dran oder wir denken zumindest ganz stark in die Richtung, dass wir es im Sekundär insgesamt nicht als Begleitheft machen, nicht als Büchlein, sondern eben in elektronischer Variante andenken. Das heißt, es könnte die Form von einem E-Portfolio erhalten, es könnte vielleicht noch ein bisschen ausdifferenziert werden mit Kompetenzniveaus. Das ist aber im Moment Work in Progress und wir hoffen da demnächst eben auch Material zur Verfügung stellen zu können. Wo müssen zu Lützburg nach Anstrengungen an der Medienerziehung gemacht gehen, wollte man auf dem Plotmeisch wissen. Schule fängt ja nicht recht an mit Medienbildung. Es gibt ganz viele flotte und innovative Projekte über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich denke, nur das Kanal als ein davon daran ein wirklich ein Paradebeispiel dafür. Und dafür will ein Abbau auf das Wert besteht. Und dafür soll der Kader eben das materielle Wert existiert und auch Neues ermöglichen und Neues favorisieren. Wichtig ist für mich, dass man an der digitalen Welt lernen zu navigieren, dass wir als da rumfahren, dass wir Chancen kennen, also können nutzen und dass wir Gefahren aber auch kennen und die evitieren. Und der geht es eben auch. Und dafür muss man immer probieren, den Equilibrium zu halten zwischen dem, was neue Medien bieten, wo man sich selber eine Frage können stellen, wo man vielleicht sogar die Form vom Unterricht, an Form von der Schule, aber immer Schule gesehen, vielleicht neue Kinder fahren in Zukunft. Du hast ganz viel Potenzial da. Mehr auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass bei den neuen Medien auch Risiken sind und dass es für den einen oder anderen Jungen, den zu viel im Internet hängt, zu viel auf der Spielkonsole aus, den zu frei vielleicht auch mit dem Tablet oder mit dem iPhone spielt, dass das auch schlecht ist. Und den Equilibrium, den muss man permanent halten und da lernen wir. Und dafür war ich so froh, dass heute bei der Präsentation von Medienkompass so viele Enseignanten mit dabei waren. Das weist erstens, dass ein Interesse da ist, an ein großes Demand wirklich da ist und dass die Leute bereit sind, ein Heimat zu machen und noch etwas Neues können zu bewegen.